Hallo zusammen, schauen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum teilweisen Wurzelziehen oder partiellen Wurzelziehen an, im Fachausdruck auch radizieren genannt. Wir haben folgenden Ausdruck gegeben, die Wurzel aus 48 a hoch 3 c hoch 5. Dieses Beispiel wäre zu lösen. Wir wissen, wir brauchen beim teilweisen Wurzelziehen unsere Quadratzahlen, Zahlen, aus denen wir die Wurzel komplett ziehen können. Einige Beispiele. Die Wurzel aus 49, wissen wir, ist 7. Warum? Weil 7 mal 7 49 ergibt. Das ist eine Quadratzahl. Oder die Zahl 25. Aus 25 können wir die Wurzel ziehen. Das ergibt 5. Weil 5 mal 5 wieder 25 ergibt. Eines noch, die Wurzel aus 16 ist 4, weil 4 mal 4 16 ergibt. Das heißt, aus diesen Quadratzahlen kann ich komplett die Wurzel ziehen. Das geht aus 48 nicht, weil 48 keine Quadratzahl ist. Sie kommt hier nicht vor. Somit muss ich mir überlegen, welche Quadratzahl in 48 drinnen steckt. Und wenn ich ein wenig überlege, 36 kann es nicht sein, 25 geht sich nicht aus, 16 geht sich aus. 16 mal 3 ergibt 48. Somit kann ich 48 zerlegen in 16 mal 3. Ich notiere das einmal. Erster Schritt erledigt. Aus 48 mache ich 16 mal 3. 16 mal 3 ist 48. Und aus der Zahl 16, aus der Quadratzahl 16, kann ich dann die Wurzel ziehen, weil 4 mal 4 16 ergibt. Erkläre ich dann noch einmal genauer. Wir haben dann a hoch 3. Wir zerlegen uns a hoch 3 in a Quadrat mal a. A Quadrat mal a. A Quadrat mal a, das ist wieder a hoch 3. Das heißt, unser Ausdruck zerlegt. Aber aus a Quadrat können wir dann die Wurzel ziehen. Genau dasselbe machen wir mit c hoch 5. Wir machen daraus c hoch 2 mal c hoch 2 mal c. Das ergibt auch wieder c hoch 5, nur haben wir es aufgespalten. C hoch 2 mal c hoch 2 mal c. Und wir ziehen die Wurzel wieder drüber. Dieser Ausdruck ist der gleiche Ausdruck wie der, nur habe ich mir diesen Ausdruck vorbereitet, um jetzt teilweise die Wurzel ziehen zu können. Noch einmal, c² mal c² mal c, das ist c hoch 5. Und a² mal a, das ist a hoch 3, also unser Grundausdruck wieder. Und 16 mal 3 ist 48. Okay? Aus 16 können wir die Wurzel ziehen. Aus a Quadrat können wir die Wurzel ziehen. Aus c Quadrat können wir die Wurzel ziehen. Und noch einmal aus c Quadrat können wir auch die Wurzel ziehen. Das heißt, aus einigen Ausdrücken können wir die Wurzel ziehen. Teilweises Wurzel ziehen. Ist weiter gleich. Wir ziehen aus 16 die Wurzel. Das ist 4. Das wissen wir schon. Die Wurzel aus 16 ergibt 4. Erledigt. Aus a Quadrat die Wurzel gezogen. Aus a Quadrat wird a. Erledigt. Aus c Quadrat die Wurzel gezogen,
ergibt C, erledigt. Und noch einmal aus C Quadrat die Wurzel gezogen, ergibt wieder C. Somit haben wir aus vier Ausdrücken die Wurzel gezogen, die sind draußen und es bleibt die Wurzel noch stehen. Unter der Wurzel bleibt der Dreier, den haben wir nicht gezogen, den können wir nicht ziehen. Bleibt ein A, also mal A, und bleibt ein C, also mal C. Diese Ausdrücke können wir nicht ziehen, diese bleiben unter der Wurzel stehen. Wir sind eigentlich schon fertig. Wir vereinfachen das nur mehr, besser gesagt, wir fassen zusammen. 4 mal A, das sind 4A. C mal C, allerdings kann ich zusammenfassen, das ist C Quadrat. Mal und den Wurzelausdruck haben wir schon fertiggestellt. 3 mal A mal C. Also partiell die Wurzel gezogen, teilweise die Wurzel gezogen, weil wir aus manchen Ausdrücken die Wurzel ziehen können und einige Ausdrücke bleiben in der Wurzel drinnen. Hier können wir nicht mehr Wurzel ziehen. Was wir aber immer wissen müssen, sind unsere Quadratzahlen. Da weise ich aber eh in jedem Video speziell auf einige darauf hin. Okay, alles klar?